Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon, um welches Buch es diesmal geht und um welches Thema es wieder mal geht. Nämlich, es geht mal wieder um das Thema Hochzeit. Ihr wisst, meine Ursprünge auf diesem YouTube-Kanal liegen auch beim Thema Hochzeit. Da habe ich nur Videos zum Thema Hochzeit gemacht. Und jetzt kommt es halt immer mal wieder vor. Und dieses Buch ist mir ganz oft auf Instagram über den Weg gelaufen quasi. Und zwar ist es Hochzeit mit Liebe selbst gemacht. Do it yourself, Einladung, Deko, Gastgeschenke von Nicola Neubauer und Julia Romeis aus dem BLV Verlag und hat gekostet 19,99 €. Ich verlinke euch in der Infobox natürlich sowohl den Verlag als auch das Buch, wie immer, ihr kennt das. Und ja, do it yourself, das bedeutet natürlich handgefertigt, das bedeutet Unikat. Und das heißt, dass auch irgendwo die Individualität jedes Brautpaares verkörpert, weil do it yourself, das sieht nie gleich aus. Nicht jeder macht das so wie der andere. Und eine Hochzeit hat auch ein ungeahntes kreatives Potenzial, wirklich. Ihr könnt da so viel selber machen, wenn ihr da Bock drauf habt, das ist unglaublich. Und das Buch wurde geschrieben von einer Grafikdesignerin und einer Bloggerin. Die beiden Blogs verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Im Anhang dieses Buches sind aber auch noch mal die liebsten Blogs zu DIY und Hochzeit von den Autoren, die die halt mögen, aufgeschrieben. Es sind auch recht viele. Warte, ich kann es euch ja mal wirklich mal zeigen. Also hier in diesem Kästchen hier sind wirklich die ganzen Blogs verlinkt, die die Autoren auch echt gut finden und empfehlen können. Und das finde ich richtig gut, wenn dann quasi nochmal so weiterführende Literatur auch gegeben wird. Oder wenn man sich hier zum Beispiel erst die Ideen holt und noch ein bisschen was dazu braucht vielleicht. Auf jeden Fall, hier sind schon mal erstmal 68 Projekte drin, sprich 68 Anregungen, Ideen. Da kann man ja dann auch noch da was rauspicken und da was rauspicken und sich da noch was suchen. Also das kann man ja auch machen, wie es einem wirklich gefällt. Das Ganze ist in vier Kapitel eingeteilt für jeweils eine Jahreszeit. Und da gibt es natürlich 1000 Kombinationsmöglichkeiten. Also ihr könnt halt aus dem Frühling was wählen und das mit Herbst und Winter kombinieren, wenn ihr das mögt. Das ist halt das Schöne, dass ihr da auch echt nicht fest seid, dass ihr da machen könnt, was ihr wollt. Und es geht los mit erstmal so grundlegenden Dingen. Also da so Zeitplan zum Beispiel und Budget. Gerade wenn man viel selber macht, muss man dafür natürlich auch sehr, sehr viel Zeit einplanen. Das sollte man nicht unterschätzen. Deswegen finde ich gut, dass sowas auch nochmal aufgeschrieben wurde. Und dann geht es halt los mit dem Frühling. Und ich möchte euch gern von jeder Jahreszeit das zeigen, was mir besonders gut gefallen hat. Und im Frühling, da geht es natürlich größtenteils um Blumen. Und da habe ich mir rausgesucht, möchte ich euch gern die Blütenwand mal zeigen. So sieht das Ganze aus. Und ich finde es echt mega. Es ist eine mega geile Dekoration, wenn es halt zur Location passt. Hat mir richtig gut gefallen. Im Sommer geht es dann darum, natürlich die Hochzeit draußen zu feiern. Und da konnte ich mich nicht so entscheiden und möchte euch gern drei Sachen zeigen. Und zwar fangen wir mal mit den Leuchtlettern an. Die sehen so aus. Dann möchte ich euch gern das Willkommenskörbchen noch zeigen. Das finde ich richtig, richtig süß gemacht. Das sieht so aus. Da habt ihr zum Beispiel so Mückenspray und solche Sachen mit dabei, die auch echt wichtig sind, wenn man draußen eine Hochzeit feiert. Und dann Baumstark, das ist ein Gästebuch. Das ist halt hier so eine Baumscheibe und da kann sich jeder Gast drauf verewigen. Das finde ich richtig, richtig mega geil. Hätte ich mir gewünscht, dass ich das schon gekannt habe, als wir geheiratet haben, weil das hätte ich gern gehabt. Aber zum Glück feiern wir ja nochmal eine zweite Hochzeit. Und deswegen habe ich auch solche Bücher auch immer noch, um mir noch weitere Ideen so zu sammeln. Dann haben wir den Herbst und zwar geht es da um Kirschen ganz besonders. Und da habe ich mir die Kissing Booth rausgesucht, dass ich euch die zeigen möchte. Die finde ich vor allen Dingen sehr passend für den Junggesellenabschied. Da möchte man ja immer noch so ein bisschen Geld sammeln. Und hier gibt es halt ein Küsschen für 50 Cent quasi. Und ich finde das richtig, richtig schön gestaltet und ist halt erklärt, wie ihr das bauen könnt. Dann möchte ich euch nochmal ein Gastgeschenk zeigen, was ich auch super süß finde. Und zwar ist es so ein Schokokirschkuchen in so einem Einwegglas, das dann jeder Gast bekommt. Ist auch cool. Und es gibt sogar Brautschmuck in diesem Buch, den ihr selber machen könnt. Und der kann zum Beispiel so hier aussehen. Finde ich richtig klasse. Und dann haben wir natürlich noch den Winter. Da ist es farblich so in Eistönen natürlich. Und da möchte ich euch mal
noch eine Nascherei zeigen. Und zwar sind das solche winterlichen Cake Pops. Das erklärt, wie ihr das macht. Und dann, das hatten wir ja noch nicht, Dankeskarten, wie ihr die zum Beispiel gestalten könnt. Und das haben wir hier. Da. Richtig, richtig cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Weil es auch so abwechslungsreich und vielseitig ist. Es ist auf jeden Fall sehr bunt und das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Es ist sehr individualisierbar. Also ihr könnt das als Grundgerüst nehmen und dann noch schauen, was ihr da selber noch dran verändern wollt zum Beispiel. Ist wie gesagt sehr vielseitig. Ist echt für jeden Geschmack was dabei, würde ich sagen. Und die Anleitungen sind detailliert und wirklich sehr verständlich. Also das bekommt man hin, auch wenn man jetzt im Basteln oder im Backen vielleicht jetzt nicht so die Eins ist, sollte das echt machbar sein. Also ich bin sehr, sehr begeistert von dem Buch. Mir gefallen die Ideen sehr, sehr gut. Ich denke, über die zwei Blogs kann man sich da noch zusätzliche Ideen holen. Und natürlich aus den Blogs, die hier hinten noch alle verlinkt sind, kann man sich noch mehr Ideen holen. Aber es ist auch, wenn man so eine Überflutung dann hat, ist auch nicht gut, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und hier, glaube ich, kann man so eine Richtung sich erwählen und dann noch dazu schauen, was man vielleicht noch von woanders herziehen möchte. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe, wie gesagt, für unsere, also wer das jetzt nicht versteht, also wir haben schon geheiratet, ne, das wisst ihr ja alle. Und wir wollen ja aber gern in ein paar Jahren, wenn die Kinder auch alt genug sind, nochmal eine große freie Trauung machen, weil unsere standesamtliche Trauung ja echt nicht so der Burner war und wollen halt gerne nochmal eine große freie Trauung machen und dann auch alle Freunde einladen können und so quasi eine teure Hochzeit. Und deswegen müssen wir noch ein paar Jahre warten. Und da habe ich aus dem Buch schon echt tolle Sachen mir rausgezogen, die ich da unbedingt haben möchte. Wie zum Beispiel dieses Gästebuch, was ich euch gezeigt habe. Und ja, ich lege euch das Buch sehr ans Herz. Schaut es euch mal an. Blättert vielleicht einfach mal im Buchladen durch. Und wenn ihr was seht, was euch gefällt, dann nehmt es auch einfach mit. Es stehen ja noch genug Hochzeiten dieses Jahr an. Hier ist auch so ein bisschen was, wenn man jetzt zum Beispiel Trauzeuge ist oder so, was man so machen kann als Überraschung quasi, wie das Gästebuch zum Beispiel. Das kann man auch als Gast halt echt dann dahin mitbringen. Das finde ich auch eine schöne Sache. Also nicht nur ein Buch, wenn ihr selber heiraten wollt, sondern wenn ihr auch auf eine Hochzeit eingeladen seid oder wie gesagt, wenn ihr Trauzeugen oder sowas seid. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Buch. Mir gefällt es nämlich sehr, sehr gut. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!